So, heute machen wir einen Schokokuchen. Und zwar einen Schokokuchen mit nur 4 Zutaten. Schoki, Butter, Zucker und Eier. Als erstes tun wir unsere Schoki im Wasserbad innen schmelzen. Ein bisschen rühren zwischendurch. Und nachher, wenn sie schön geschmolzen ist, geben wir unseren Butter dazu. Der Butter verfließt jetzt in den heissen Schoki. Und da tun wir ihn auch schön einrühren, bis er schön vergangen ist. Eigelb tun wir mit der Hälfte vom Zucker schön schaumig schlagen. Und Eiweiß tun wir mit einer Prise Salz steif schlagen. Wenn Eiweiß dann schön zu Schnee geschlagen sind, tun wir diese Hälfte vom Zucker noch in Eiweiß hineingeben. Jetzt tun wir unsere Schoki-Buttermasse mit dem geschäumten Ei zusammen verbinden und tun das schön untereinander rühren. Wenn sich das schön verflossen hat und eine homogene Masse ist, dann nehmen wir unser Eiweiß und tun das Eiweiß vorsichtig drunter ziehen und dann schön verrühren, damit es nachher auch eine homogene Masse gibt, die wir für unseren Schokikuchen brauchen. In ein ausgleitendes Blech können es rund nehmen, oder ich nehme jetzt hier ein viereckiges, tun die ganze Masse schön ausleeren und nachher mit dem Horn vorsichtig bestreichen, damit er schön gleichmäßig im Blech ist. Und dann ab in den Ofen! Unser Schokikuchen ist etwa 30 Minuten bei 180 Grad im Ofen. Wir nehmen ihn raus, stellen ihn kalt stellen und schneiden die Ränder abschneiden. Machen ein schönes Dreieck, mal zuerst ein grosses, richten das dann auf dem Teller anrichten. Nehmen ein bisschen Rahm dazu. Und schneidet jetzt ein kleines Dreieck. Ihr könnt auch noch mal ein grosses machen, aber er ist recht mastig, der Kuchen. Legt das dazu und tun es jetzt mit etwas Schokipulver und am Schluss mit noch ein bisschen Puderzucker dekorieren. Und fertig ist unser Schokikuchen. Wenn du das Rezept gerne hättest zum Nachkochen, dann schreib doch einfach ein Mail an stefan@schalischild.ch und ich werde dir gerne das Rezept inklusive Postliste als PDF zurückmailen. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Mails und für mehr lustige Rezepte einfach das Schalischild auf Facebook liken oder den Podcast unter Schalischild auf YouTube abonnieren. Ganz einfach. Danke vielmals und bis gleich auf der Rigi im Schalischild mit anderen Geniessern oder solchen, die es noch werden wollen. Ciao zusammen.